Aber die kommen doch nicht so weit, oder? Da kann nur auf den da oben schießen. Oh nö, das ist gemein. Das ist sehr gemein. Das ist doch mein stärkster Charakter. Nicht mein Controllen. Ja, unsere Unterstützung. Sehr schön. Jetzt haben wir immer das die Hybridmaterialien. Dadurch können wir nämlich diese Weste bauen, die uns mehr HP gibt. Ich glaube, als nächstes werde ich tatsächlich die Modular Weapons bauen, also die Sachen, die ich finde, auch einbauen kann. Jeep, 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 Jeep. Strategic Resource located. 48 Supplies bekommen, sehr schön. Und hier sind die nächsten. Oh, da kriegen wir einen Engineer her, sehr schön. Avenger, können wir direkt hinfliegen. Ein normaler Arbeitsstress. Ach so. Es klang, als wäre irgendwas Schlimmeres gewesen. Modular, jetzt kann ich nämlich meine Waffen modularisieren und einbauen und sie verbessern vor allen Dingen. Ihr Breakthrough Improved Conventional Weapons. Alle Waffen machen plus einen Schaden an normalen. Das ist natürlich geil, weil das kostet mich nichts außer Forschungszeit. Und einen Schaden mehr für die komplette Basis ist schon ziemlich nice. Wir haben hier ein Ziel bekommen. Da kriegen wir auch einen Engineer und das ist ein einfacher Auftrag. Würde ich mal bestätigen, weil wenn wir das nicht machen, dann mögen uns die lokalen Widerstandsgruppen nicht. Also wir haben sozusagen schon Kontakt hier zu den Widerstandsgruppen gefunden. Deswegen auch das Hauptquartier hier bekannt. Und die mögen uns dann nicht. So, ich würde jetzt mal tatsächlich mich rausnehmen, weil wir haben hier schon einen Nahkämpfer. Würde mich rausnehmen, move. Und würde mal Xeli mitnehmen. Jusel, du kommst dann in der nächsten Variante sozusagen mit. Und du kriegst mal die Flashbang, weil du normalerweise weiter vorne bist. Du hast viele Granaten, Granatenbums. Xeli, dann wirst du erstmal Medic. Und unser Sniper wird Medic in der Hoffnung, dass er immer dahinter steht. Und warum hast du jetzt immer noch? Du hast keine rote Waffe, was ist denn das? Vorhin gerade die Waffe rot gemacht. Hat nicht gespeichert anscheinend. Bisschen doof. So. Den würde ich gerne mitnehmen, weil wie gesagt, die sind ziemlich nützlich. Als Nahkämpfer. Weil die auch noch psionisch begabt sind. Bin ich ziemlich froh, dass ich die wieder am Anfang bekommen habe. Sky Ranger deployed. Die machen die Mission am Anfang noch deutlich einfacher. So, boah, ich war gestern wieder beim Sport. Man tut wieder mein Po und meine Bauchmuskulatur weg. Das ist voll schlimm. Das ist voll schlimm. Da ist ein Sniper nicht so hilfreich. Neutralize any hostile contacts near the site. Lock it down and destroy the target. Metis 1-5, the communications relay is up ahead. Move in and destroy the target. Da muss ich hinkommen und zerstören. Hab ich hier einen Mission Timer eigentlich? Aktiviert. Nee, doch, Mission Timer habe ich hier. Ich muss das zerstören, bevor die Daten übertragen sind. Das bedeutet, ich muss eigentlich relativ straight durch, weil es ziemlich weit ist, wie ihr gerade seht. Und muss aber dabei noch aufpassen, dass ich nicht voll in die Aliens reinrenne, weil die sind natürlich auch vor Ort. Hier weiter nach da kann ich nicht. Ich kann ein Stück hier rumlaufen. Nähere mich der Zielposition. Okay, du musst jetzt mal scouten gehen. Schon unterwegs. Die Sniper haben tatsächlich das Problem, dass sie, wenn sie laufen, nicht mehr mit ihrer großen Waffe schießen können. Dafür machen sie später unglaublich viel Schaden. Rücke aus. Kriko bleibt auch mal bei dir. Dann haben wir noch unseren Melee-Wolf. Amy Seeking Wolf Thompson. Keine Ahnung, ich schicke sie einfach mal hier. Deswegen würde ich mal mit ihr, glaube ich, zuerst laufen, tatsächlich. Tatsächlich. Mal hier. Yes, gucken, ob wir hier irgendwas durch die Tür sehen. Nee, erstmal nicht.
gucken mal hier rechts rum. Hoffentlich ist nicht links. Alles sauber anscheinend. Das bedeutet, ich werde entdeckt, weil ich hier laut mache, wenn ich hier lang, wenn ich da rein sprinte sozusagen. Könnte hier oben hin, aber das will ich eigentlich gar nicht. Sputer los! Ich muss gerade ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ich würde mich tatsächlich mal hier hinstellen, damit ich dann hier hoch kann. Weil ein Sniper, der eine erhöhte Position hat, immer hilfreich ist. Und die stellen wir einfach mal auch auf die Seite der Tür, damit wir die Tür dann laut oder leise öffnen können. Laut los und leise. Möglicher Feindkontakt. Und die Leute hören sogar was, dass da irgendwie was bewegt. Sehe ich auch was? Ne, sehen tue ich nichts. So. Begebe mich zum Ziel. Stellen wir den Sniper mal oben hin. Er sieht noch nichts. So, jetzt kann ich hier mit dem Linksklick drauf die Türen öffnen, ohne dass sie mich hören. Meiner Meinung nach ziemlich wichtig ist. Moin, Densu. Densu, willst du auch einer meiner Soldaten werden? Dann kann ich dich noch hinzufügen. Ich habe hier schon ein paar Leute, die ich so über Twitch jetzt kennengelernt habe und mir ab und zu mal zuschauen, mit reingenommen. Würde ich mich sehr freuen, wenn du da Bock drauf hast. Also, ich muss die Mission erstmal fertig machen. Danach kann man deinen Soldaten einstellen, wenn du die Zeit hast. Wenn ich hier reinlaufe, entdecken sie mich halt, ne, von der Sichtweite her. Deswegen, nur noch die Seite ist safe, sozusagen. Ich glaube, ich würde den tatsächlich erstmal hier hinstellen. That seems reasonable. Nur für den Fall, dass die hier reinlaufen, weil ich nicht weiß, wo die jetzt hinlaufen wollen. Rücke zur Zielposition vor. Bin ich gerade ein bisschen vorsichtig. Hallihallo übrigens. Ich habe Moin gesagt. Ich wollte nicht Hallihallo sagen. Die patrouillieren nämlich. Ich habe gerade hier das Ziel, dieses komische markierte Ding, was ich jetzt nicht euch direkt zeigen kann, zu zerstören. Der sieht nix. Ach komm schon. Augen auf. Scanne Gebiet. Mach das glaube ich wieder wie vorhin. Und diesmal rende ich einfach den Officer an, damit er schon so gut wie tot ist. Und ich hoffe, dass irgendwas noch getroffen wird dann. Kann man das auch im Koop spielen oder nur Singleplayer? Es gibt nur einen versus Multiplayer tatsächlich. Es gibt keinen Koop meines Wissens. Außer es gibt irgendeine Koop-Mod. Sektopods. Das wird hot. Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr, jede Menge mehr. Also es geht leider nicht, soweit ich weiß, im Koop. Du ziehst dich direkt wieder zurück. Tschüss. Und du bist immer tot. Sehr schön. Cedi? Top Job. Für eine Weile, bin aber auf Arbeit. Soldat anlegen hört sich gut an. Selber spielen muss ich ja nicht. Nee, du musst nicht selber spielen. Alles gut. Auch nö, sie haben ihn direkt wiederbelebt. Es geht mir nur darum, was zum Beispiel deine Lieblingsfarben sind, wie du gerne aussehen möchtest und so weiter. Wenn du da schon eine Idee hast, dann kannst du mir vielleicht mal eine Beschreibung direkt hier hinkritzen. Dann versuche ich das umzusetzen. Also der Xeli versucht hier direkt auszuschalten, ey. Und anscheinend sehen wir hier nichts. Entsprechend sind wir hier ziemlich unnütz. Bin schon dabei. Sprinten wir mal hier rüber und gucken, ob wir von da aus besser was sehen. Ich glaube, von da aus konnte man nämlich jemanden sehen. Da haben wir hier auch die hohe Position. Was sehr, sehr gut ist. So, jetzt bräuchte ich die Flashbang. Die ich natürlich nicht um die Ecke werfen kann. Ich mache 8 bis 9 Schaden. Das Ding hat aber leider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, der hat 8 Leben, ne? Ja, machen wir den platt, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, machen wir den mal platt. Ja. Zap. Deswegen sage ich, die Dinger sind super stark. Die Charaktere. Und seine Momentumfähigkeit bedeutet, dass er halt immer noch rennen kann. Und das Ding stirbt auch, weil der sozusagen der Host, der ihn hatte, gestorben ist. So, jetzt muss ich aber hier noch ein bisschen mich in Deckung begeben. Nö. Hier, da ist Deckung. Da ist hohe Deckung, geh mal da rein. Das ist, warum ich meine Dinger sind super stark.
Ich kann eigentlich noch mit allen vorlaufen. Ich kann auch hier rüberlaufen übrigens. Also ich kann auch hier durch die Mauer. Aber weil ich hier... Richtig, Biotik sind um einiges stärker. Das stimmt. Aber für ich bin gerade in meiner zweiten Mission. Da ist das Ding schon ziemlich sick, dass das einfach mal so ein 7-HP-Gegner one-shottet quasi. Position bestätigt. 52% ist ziemlich wenig. Frage ist, ob wir den jetzt einfach wegsprengen. Hier, so. Granate. Rico, du machst mal Bumm, weil wir haben ja Granaten. Patz. Weg mit dir. Ich glaube, unser Sniper kommt ein bisschen langsam hinterher, oder? Der sieht nämlich immer noch niemanden. Begebe mich zu dieser Position. Gebe Feuerschutz. So, jetzt gucken wir mal, wo hier überhaupt die nächsten sind. Oh, jetzt habe ich mir die eigene Deckung hier weggesprengt. Ich hätte vielleicht nicht so viel Deckung wegsprengen sollen. Das ist so ein bisschen das Problem an dem Sprengen. Ich muss halt sprinten. Ansonsten kann ich bis dahin laufen, im Zweifel zurückzulaufen. Wenn ich da was sehe, aber ich sehe da nichts, deswegen. Zumindest mal bis dahin gehen. Du sprintest mal ein Stück durch. Es gibt eine Co-op-Mod für XCOM 2, okay. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Aber wie hat das... Spiel finde ich auch nicht so schlimm, Singleplayer zu spielen. Das ist tatsächlich für die meistens trotzdem zum Zuschauen. Fand ich immer ganz interessant. Ich habe mir das auch ein bisschen bei anderen Leuten angeguckt. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht übertrieben, mit dem so weit vorzugehen. Oh, vielleicht doch. Weil die natürlich auf den immer zuerst gehen, den sie sehen. Aber ich habe noch jemanden. Oh shit, die sind nicht flankiert. Die sind jetzt flankiert dort. Nicht gut. Ich glaube, die kommen noch nicht so weit, oder? Da kann nur auf den da oben schießen. Oh nö, das ist gemein. Das ist sehr gemein. Das ist doch mein stärkster Charakter. Nicht mein Controllen. Und der hat auch noch die Flash Grenade. Das wird übel. Das ist übel. Equi. Nein, ich will nicht auf meinen eigenen schießen. Oh, jetzt muss ich hier dahin, um den auszuschalten. Bin unterwegs. Das wird richtig mies, genau. Den mind-controlled. So, 82, komm schon, mach ihn weg. Sehr schön. Bedrohung ausgeschaltet. Jetzt muss ich hier durchsprinten, um den da hinten irgendwie anzugreifen. Ich will meinen eigenen Soldaten ja nicht töten. Was ich tatsächlich tun würde, wenn ich den jetzt zu sehr verletze. Und vor allem, das ist halt der übelste Nahkämpfer, der rennt gleich ran und macht mir irgendwie 8 Damage. Ah, nee. Ist das fies. Und der hat die Flash Grenade, die dagegen helfen würde. Och, komm schon. Ah, nee. Nicht tun. Stop this. Nicht hauen. Grenade. Ach, er hat echt die Flash benutzt, die er noch hatte. Sie haben Verstärkung geholt. Alle versuchen. Turn away. Sie ist halt... 17% ist halt nichts. Ich muss halt eigentlich hier hoch, ne? Ich will doch nicht. Ja, es ist so typisch. Das ist der Moment in der X-Kommission, wo du denkst, oh oh, shit. Und deswegen kann sie auch das nicht benutzen. Ach komm. Oh nee. Muss hier weg. Jawohl. Ich kann bis hierhin laufen. Und dann einfach versuchen, auf das Ding da zu schießen. Aber das wird jetzt halt niemals töten. Das ist ein bisschen das Problem daran. Aber ich habe zumindest schon mal 5 Damage reingekriegt. Oh Gott, ja, es kommen hier noch nach. Ja, alles klar. Natürlich. Hier sind Advent-Truppen. War natürlich abzusehen. Fuck!
Ich bin gerade total aufgeteilt und jetzt haben wir auch noch Unterstützung. Jetzt haut das Vieh ab. Blöde Mistvieh, aber ich kann von hier oben dann runterschießen. Die Truppe geht hops, ne, hoffentlich nicht. Wenn Tuse will, hoffentlich nicht. What? Nein! Xeli! I'm sorry! Toll! Jetzt hört er mein Control auf! Fuck you! Fuck off! Oh. Das hat der Mind Control, der die Flashbang hat, Mann. Oh, shit. Shit. Tut mir leid, Xeli. Du kriegst gleich einen zweiten. Du kriegst gleich Xeli den zweiten. Agreed. Sorry. Sehe ich überhaupt irgendwas von hier aus? Wahrscheinlich nicht, ne? Verstanden. Rücke aus. Scanne Gebiet. Es tut mir leid, Xeli. Bitte sei nicht böse auf mich. Fang! Oh, nee. Ja, der hat schon so viel Damage also Fokus aufgebaut, ey. Ich mach dir gleich einen neuen, sorry. Ernsthaft. Na los, zeigt euch! Ist der im Overwatch? Der ist im Overwatch. Bolt. So, damit hat er keinen Overwatch mehr. You will torment us no longer. Ich muss eigentlich auf das Ding hier mal unten, auf den Data Transfer, den muss ich mal mir holen hier. Da muss ich mal ran. Tatsächlich. Target Preview ist hier hinten. Keine Gegner. Hier sehe ich einen Gegner. Bestätigt! Tut mir leid, Xeli. Das war das. Der war gedankenkontrolliert. Sorry. Das war nicht meine Schuld. Der mit der Flash. Ja, die Flashbang hilft dagegen eigentlich. Aber. Kann mich nicht bewegen. Schwierig. Jetzt geht's mir aber hart auf den Keks hier. Verstanden. Bin unterwegs. Miki, jetzt machen wir was für dein Geld. Sei nicht bloß dabei. Feind neutralisiert. So, jetzt muss ich, glaube ich. Muss ich hier ran oder muss ich das Ding angreifen? I trust in your command. Ach ne, ich muss sie übertragen, oder? Ich muss sie verteidigen. Nee, hä? Destroy the relay before the transmission completes. Und warum ich das Relay nicht angreifen kann? Was ist dann? Hä? Jungs, fehlt mir hier gerade irgendwas? Ich kann das Relay nicht angreifen. Schon dabei. Ist hier gerade ein Bug in der Mission drin? Weil es hat keinen HP bei mir. Ich kann nur Overwatch machen, ich kann sie nicht angreifen. Wie soll ich denn das Relay kaputt machen, wenn ich das nicht angreifen kann? Das sieht mir ein bisschen buggy aus. Oder hat irgendeiner von mir. Nee, von mir hat doch keiner C4 dabei. Mir entgeht nichts. Ich kann nicht angreifen. Spiel, was machst du hier mit mir? Ich kann es nicht zerstören. Und ich auf die Seite. Ich habe ja auch keine Markierung irgendwie, dass ich irgendwas machen kann. Und angreifen kann ich es nicht. Darf ich nicht. Verstanden. Rücke ab. Hey, du kannst doch sonst auf das Ding schießen. Du kannst normalerweise das Ding einfach drauf schießen. Und nicht nur mit Granaten.
Ich hab die Missionstür schon gemacht. Also sonst kann ich einfach nur aufgeben. Sonst kann ich einfach nur hier holt mich hier raus machen. We need to leave this place. Sonst was anderes kann ich gerade nicht tun. You have my trust. Roger. I'm leaving the battle. Das verstehe ich aber nur nicht. Aber das ist irgendwie nicht klarer rausgekommen, dass man die wirklich die wegsprengen muss. Das habe ich so nicht verstanden, habe ich auch zum ersten Mal jetzt erlebt, dass ich die wegsprengen muss. Schon unterwegs. Ja, dann war das ja ein richtiger Reinfall, diese Mission. Ich bin weg. Oh, verdammt. Ja, zum Glück war das noch so früh, das ist nicht ganz so schlimm. Firebrand returning to base. Commander, we failed in our mission. Mission failed. We need to review our tactics and improve going forward. Und auch noch einen damit bei gekillt. Ich wusste nicht, dass es wieder das gibt zum Wegspringen. And so the elders bless us with yet another victory. We are humbled. Taking one more step towards the glorious future. Oh Mann, das ist jetzt ein Doppelbild gemacht. Most taxi, the rip. Sorry. Ich fühle mich jetzt echt gerade ein bisschen schlecht hier. Memorialize. Ich kann jetzt hier noch eine. Dich drehen? Wie drehe ich dich denn? Okay. So, ein Foto. Pose near an Advent Burger Menu. For science, of course. Was ist das für ein dummer Spruch? Here's a classy number, courtesy of our XCOM forces in the field. I never get tired of hearing that. Moment, muss ich Take-Foto machen? Noch einmal Take-Foto? Nee, ach, ach. Das ist doppelt gemacht, das sehe ich nicht. Previous. Das lieben wir auch, weil das ist nicht so wahnsinnig geil. So. Shredder, wir können Armor zerstören oder Blast Padding gegen Explosivsachen. Ich glaube, ich würde lieber Armor zerstören. Yes. Der hat auch ein Level Up. Das heißt, genau, wir können hier Parry lernen. After attacking with Rand, prevent all damage from the next attack instead of moving. Das ist halt, kann richtig stark sein. Amplifier Marketing. Glaube ich, nehme das Parry tatsächlich. Bond available. Die dürfen sich jetzt hier verknüpfen. Confirm Bond. Kann ich wieder ein Poster machen? Phoenix One She Damage. Stimmt, die ist ja auch weiblich sogar. Nice, das passt da sogar richtig gut. So. Helium Core, Soldaten. Sonst ist das eine richtig kacke gerade. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent Administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this. Before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold.
Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Geben wir uns mal Mühe. Contact Resistance in the Black Side Region. Research Resistance Communication, Flight to the Black Side Region, make contact. Hello, I'm keeping Commander. Tabs on all our operations, Commander. Our people are standing by for your orders. Operation Night Shadow. Lief nicht so gut. Commander, we have a lead on the alien Black Side. Mission locked. But we'll have to rely on the local resistance to actually get us into the facility. We should try to make contact with their forces in the region as soon as possible. It's the only way we're going to find out what's behind this so-called Avatar. Moment, mir fällt aber gerade was ein. Wir müssen jetzt erstmal recruit. Ich glaube, wir müssen mal ein, zwei hier recruiten, wenn wir uns das leisten können. Wir haben jetzt schon wieder welche verloren. So, Soldiers. 3 Tage war's gut. Okay. Siehst du aber auch sehr wie einer. So, jetzt machen wir den ganzen Quatsch auf die Waffe noch, würde ich sagen. So. Damit bist du auch angelegt. Wir können upgrade das jetzt mal raus. Jetzt haben wir dich wieder. Zähl dir den zweiten. Das sind hier Weapon. Achso, die kann ich direkt das Scope geben für ein besseres Aim. Machen wir, glaube ich, nächste Runde mal. Wenn wir hier in die nächste Mission gehen. Ist jetzt Zeit vergangen? Ich glaube, es ist Zeit vergangen. Jetzt haben wir alle angelegt erstmal. Jetzt sind wir wieder mit allen dabei. Und bevor wir in die nächste Mission gehen, muss ich mir was zu trinken holen. So, jetzt haben wir einen Damage mehr auf Atem. Das ist schon mal richtig nice. Das sind übrigens so Breakthrough-Forschungen, die kannst du nur in dem Moment machen, wo du sie hast, ansonsten sind die weg. So, Resistance Communication, die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir auf jeden Fall. Hier haben wir unseren Engineer endlich. Das bedeutet, da wollen wir auch hin, dann kriegen wir hier neue Soldaten. Das bedeutet, wir können hier mal kurz anfangen. Moment, ich will hier raus. Wir können endlich anfangen, den Shit hier auszuheben und unseren Müll aus unserem Schiff zu werfen. Um so neue Sachen reinzuknallen.